Sabine Leidig hat jetzt das Wort für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste! Wir Linken sind der Überzeugung, dass alle Menschen in diesem Land ein Recht darauf haben, vor krankmachendem Verkehrslärm geschützt zu werden. Und es ist gut, dass eine Forderung der Bürgerinitiativen gegen Bahnlärm nun endlich aufgegriffen wird. Die Regierungskoalitionen wollen den sogenannten Schienenbonus abschaffen, also den Bonus, dass die Bahn bisher lauter sein durfte. Aber wir werden diesen Gesetzentwurf trotzdem ablehnen, und dafür will ich drei Gründe nennen. Erstens. Sie stehen derartig auf der Bremse, dass man nicht einmal von Schneckentempo reden kann. Der Kollege hat es gerade schon angedeutet. Erst nachdem der nächste Bedarfsplan Schiene verabschiedet ist, soll die neue Regelung gelten. Das wird nicht vor 2016 der Fall sein. Und realistischerweise wird vor dem Jahr 2020 keine einzige Bahnstrecke in Betrieb gehen, die leiser geplant wurde. Wir fordern, dass ab sofort keine Planung mehr ohne besseren Lärmschutz zulässig ist. Zweitens, und das ist noch viel wichtiger, Sie lassen die Betroffenen völlig im Regen stehen, die an den bestehenden lauten Strecken wohnen. Da donnern immer mehr, immer schwerere, längere und lautere Güterzüge durch die Ortschaften, und zwar vor allem nachts, das haben Sie richtig gesagt. Da sind viele am Rand der Verzweiflung, weil normales Leben, weil Durchschlafen kaum noch möglich ist, weil die Häuser Risse bekommen von den Erschütterungen. Und es gibt Ortschaften, die regelrecht verkümmern, selbst übrigens am Fuß der schönen Lorelei, weil viele wegziehen und immer weniger Touristen kommen. Die bestehende Rechtslage gewährt relativ anspruchsvollen Lärmschutz an Verkehrswegen nur beim Neubau oder beim erheblichen Ausbau. Und dieser Zustand wird übrigens immer wieder dazu verwendet, als Druckmittel, wenn sich Anwohnerinnen und Anwohner gegen den Ausbau von Straßen und anderen Verkehrswegen wenden. Lärmschutz wird sozusagen nur in Aussicht gestellt, wenn mehr Verkehr akzeptiert wird. Wir verlangen, dass alle Bürgerinnen und Bürger den gleichen Anspruch auf Lärmschutz haben. Konkret: In den nächsten 20 Jahren sollen alle Straßen und Schienenwege so umgestaltet werden, dass niemand mehr darunter leidet. Die 20% der lautesten Strecken müssten innerhalb der nächsten 5 Jahre lärmsaniert werden. Damit hätten zum Beispiel die Menschen im Rheintal eine absehbare Perspektive und Hoffnung auf ruhigen Schlaf. Alles andere ist eigentlich unverantwortlich. Mein dritter und letzter Punkt: Der zusätzliche Lärmschutz ist dieser Regierung keinen zusätzlichen Euro wert. Großzügig stellen Sie den Ländern frei, die Kosten dafür zu übernehmen. Und natürlich begrüßen wir es, dass in Baden-Württemberg ein Programm zur Entlastung der Anwohner am Oberrhein finanziert wird. Aber für die Leute am Niederrhein zum Beispiel sieht es ganz anders aus, weil Nordrhein-Westfalen kein Geld dafür hat. Das geht nicht. Wir haben beantragt, dass der Bund das Lärmsanierungsprogramm erheblich aufstockt. Das kostet vergleichsweise wenig, wenn man es mit den Milliarden vergleicht, die für die Zockerbanden überwiesen werden. Für die Schienenwege bräuchte man jährlich nur etwa 120 Millionen Euro. Das aber wären Investitionen in mehr Lebensqualität. Ich komme zum Schluss. Die Linke hat ein alternatives Verkehrskonzept für Niedersachsen ausgearbeitet. Das habe ich hier druckfrisch mitgebracht. Das ist sehr schön geworden. Es heißt Sattelfest und Bahnverwachsen. Das ist der programmatische Untertitel. Und tatsächlich wollen wir viel weniger schädlichen Lkw-Straßenverkehr und wir wollen mehr und besseren Bahnverkehr im ganzen Land. Aber der muss leise sein. Im Zentrum unserer Verkehrspolitik stehen Mensch, Umwelt und Klima anstelle von Beton, Sprit und Profit.